Wenn der österreichische Cheerleader-Verband zur Meisterschaft ruft, dann messen sich die Besten des Landes. Am 10. März präsentiert St. Online die Raiffeisen Club Cheerleader-Meisterschaft im Wiener Feridusica Hallenstadion. Die über 1000 teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler messen sich in drei Altersklassen und zwei Kategorien, dem Cheerleading und dem sogenannten Cheerdance. Die Halle ist traditionell ausverkauft und das Training hart. Also wir haben 4 bis 5 Mal die Woche jetzt Training vor der Meisterschaft. Das hängt sie ordentlich rein, oder? Ja, aber man muss einfach also an dem Tag, dass man einfach das Beste gibt und das ganze Team da, wir sind eben dieses Jahr auch das erste Mal wieder zu 12 auf der Matte, ist schon eine große Anzahl und dass dann alle perfekt synchron sind, muss man einfach so viel Training und Zeit reinstecken, dass man eine gute Leistung bieten kann. Grundsätzlich ist die Phase jetzt zu kurz vor der Meisterschaft jetzt keine wichtig, also eine sehr wichtige Trainingsphase, aber man arbeitet nicht mehr an Techniken, man stellt jetzt in der Regel auch nichts mehr um, sondern man versucht einfach Routine zu kriegen, Selbstbewusstsein zu kriegen und, ja, und das Ganze abzuspulen. Je nach Kategorie haben die Teams dann maximal 3 Minuten Zeit, die Jury mit akrobatischen Einlagen, kreativen Tänzen und Figuren zu überzeugen. Die Bewertungskriterien sind knallhart im Cheerleading. Das wird den Rahmen jetzt sogar richtig sprengen, weil das glaubt man zwar oft nicht, weil dieser Sport doch relativ eine Leichtigkeit hat und sehr viel Spaßfaktor besitzt. Aber die Jury wertet da ganz, ganz knallhart rein, eben in die Technikelemente, in den Ausdruck, in die Vielfältigkeit, in Schwierigkeitsgrade, Sicherheit, ja, Ideenreichtum. Also ein Juror hat schon einiges zu tun. Und dabei ist Cheerleading viel mehr als nur Wettbewerb, sondern vor allem auch Spaß am Rand des Footballfelds, wodurch dem Begriff Randsportart eine neue Bedeutung zukommt. Und so wird Cheerleading zu einem ganz wesentlichen Element eines gelungenen Footballspiels. Welchen Beitrag leisten die Cheerleader zum Sieg oder zur Motivation einer Footballmannschaft? Also grundsätzlich denke ich, dass die Faszination American Football ja auch die ganze, nicht nur das Spiel selbst ist, sondern die ganze Show rundherum. Und das ist ein Zusammenspiel aus dem Sport Football, das natürlich gut sein muss, um auch zu faszinieren, aber natürlich auch diese ganze Stimmung mit Musik, gute Laune im Publikum, die ganze Partystimmung rundherum, die Cheerleader. Ja? Und das Gesamte ist eben dieses Event American Football. Was wäre Football ohne Cheerleading? Nur die halbe Sache. Nur ein Bein unter Anführungszeichen. Natürlich ist Football ein eigenständiger Sport und auch Cheerleading ist es. Aber die Kombination der beiden macht es einfach so genial und so gut. Football ist ja durchaus ein Sport mit Unterbrechungen nach jedem Spielzug. Und da setzen dann immer die Cheerleader ein, die auch sozusagen die Stimmung heben, die das Publikum anfeuern. Also die beiden gehören einfach untrennbar zusammen für den echten Football-Fan. So wie American Football ist auch Cheerleading ein Teamsport, bei dem das Vertrauen ins Team ganz weit oben steht. 25 Mädels müssen sich aufeinander verlassen können, denn wenn man so einen Salto macht in 3-4 Meter Höhe, wäre es auch gut, wenn da unten wieder 3 sind, zumindest die einen auffangen. Wer das alles live sehen möchte, der kommt am 10. März ins Feridusica Hallenstadion nach Wien. Zur Raiffeisen Club Cheerleader Meisterschaft, präsentiert von St. Online.